Und jetzt Anno Penis. Heute friss oder stirb. Das Tarifeinheitsgesetz. Die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie ist gefährdet, behauptet zumindest die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf zum Tarifeinheitsgesetz. Sie stört sich an sogenannten Tarifkollisionen. Das ist, wenn es in einem Betrieb mehr als einen Tarifvertrag bzw. diesen verhandelnde Gewerkschaften gibt. Es kann einem Arbeitgeber auch nicht zugemutet werden, sich mit mehr als einem Interessensvertreter zu befassen. So eine Zweiteilung, gerade in Finanzfragen, ist viel zu mühselig, auch weil der eine vielleicht etwas ganz anderes will als der andere. Und das ist doch nicht fair, oder? Ganz genau, meint der Unternehmensvorstand und erhöht sich mal ebenso das eigene Gehalt ganz ohne Streik. Was also machen, wenn man mehr als einen Koch in der Küche hat und die bekanntlich den Brei verderben? Man vergiftet den Haufen einfach bis auf einen. Im Falle des Tarifeinheitsgesetzes heißt das dann für die Beschäftigten, scheißegal in welcher Gewerkschaft ihr seid, ab sofort gilt der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern hier im Betrieb. Wir sind schließlich nicht im Supermarkt vor dem Joghurtregal, wo man eine Wahl hat, welche Geschmacksrichtung es denn sein darf. Im Arbeitsrecht gilt ab sofort die gleiche Frage wie beim Schwanzvergleich. Wer hat den längsten? Okay, das Gesetz greift erst, wenn die Gewerkschaften nicht alle dieselbe Meinung teilen, die gleichen Vorstellungen haben oder eigene Ideen haben, die sie einbringen wollen. Aber wann tritt dieser total undenkbare Zustand schon mal ein? Wie wäre es, wenn wir genau diese Regelung in der Bildungsphase der Bundesregierung einführen, wenn es mal wieder länger dauert, bis alle Forderungen der teilnehmenden Parteien unter einen Hut, genannt Regierungserklärung, gebracht worden sind? Wie soll und kann sich eine Gewerkschaft noch um die Interessen ihrer Mitglieder bemühen, wenn sie nicht die Mehrheit der Arbeitnehmer vertritt und das Gesetz ihr somit im Zweifel jegliche Handlungsfreiheit nimmt, beziehungsweise lediglich die Möglichkeit bietet, sich dem Tarifvertrag des Platzhirsches unterzuordnen? Bereits 2010 hat das Bundesarbeitsgericht mehrere Tarifpartner in einem Betrieb für zulässig erklärt und einem jeden dieser Tarifpartner den Schutz des Artikels 9 Absatz 3 unseres Grundgesetzes zugesprochen. Das Grundrecht, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen seiner Mitglieder insbesondere durch den Abschluss von Tarifverträgen zu wahren und zu fördern. Das erwähnt die Beschlussfassung des Tarifgesetzes dann leider mit keinem Wort. Schade. PS. Wir sehen uns in Karlsruhe wieder. Fest versprochen.